Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen 9FF-Video. Heute ein Thema, normalerweise sind wir bekannt für Elfer und wir wollen heute mal reden über Autos, Porsche-Fahrzeuge anderer Baureihen, denn die haben wir auch schon gemacht und zwar auch schon eine ganze Menge. Begonnen hat das Ganze bei unseren Anfängen 2001. Da haben wir uns überlegt, mit welchem Auto können wir die ersten Teile entwickeln, was kostet nicht so viel Geld. Also haben wir uns dazu entschlossen, zu der Zeit aktuell war der Boxster 986. Das heißt, unser erstes Firmenauto war ein Boxster 2,5 in Rot, den wir dann relativ schnell aufwendig umgebaut haben. Mit Felgen, Fahrwerk, Zentralverschluss, die ersten Versuche, Motortuning, Auspuffanlage und so weiter und so weiter. Und wir haben ihn hauptsächlich verwendet, um daran die Frontschürze zu entwickeln, weil die Front zwischen Boxster 986 und damals 911er 996 ist zumindest in der, ich nenne es mal Hardware, gleich. Kotflügel, Scheinwerfer, Frontschürze sind zwar etwas unterschiedlich, aber wir haben dann gesagt, wir nehmen trotzdem den Boxster, hängen da einfach die 11er Kotflügel dran, machen eine andere Schürze dran und die anderen Scheinwerfer und haben dann am Boxster die Frontschürze für unsere ersten 996 Turbos entwickelt, die mit dem typischen, ja, ich nenne es mal Haifischmaul, ein bisschen abgeguckt von den ersten GT1, die Porsche gebaut haben. Das war so die Anleihe, eine ganz große Öffnung. Aus meiner Sicht schönste Frontschürze für das Auto überhaupt. Haben wir sehr gut verkauft, sieht toll aus, ist klasse für die Aerodynamik gewesen. Und wir haben es ja unter anderem sogar da dran gehabt an unserem V400 und sind damit ja fast 400 gefahren mit dem 11er. Ja, das war der erste Boxster. Dann kamen immer wieder Boxster. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der Baureihe so über die Jahre. Wir haben sie dann umgebaut auf größere Motoren. Dann kam der Boxster S3.2, den haben wir vergrößert auf 3.6, irgendwann auf 3.8. Irgendwann haben wir die echten 3.8er Motoren eingebaut, sind damit aber nie so ganz glücklich geworden, weil zum einen haben die Motoren ja alle von Haus aus schon etwas weniger Leistung, als sie eigentlich offiziell angegeben sind. Das heißt, man erreicht dann mit einem guten Tuning im Boxster dann irgendwie die Serienleistung, was schon keinen Spaß gemacht hat. Außerdem waren sie auch nie besonders haltbar. Die ganze Grundkonstruktion, bitte keiner böse sein, der so ein Auto fährt, ist nicht ganz auf dem Stand wie ein Turbo- oder GT3-Motor. Deshalb haben wir uns davon dann irgendwann auch wieder verabschiedet. Ja, dann kamen die Turbos, aber das sind natürlich dann die 11er. Wir haben aber nebenbei noch was ganz anderes angefangen, und zwar 924 Turbo. Also auch was ganz anderes. Den haben wir durch Zufall mal ganz günstig kaufen können. Der ist dann irgendwann mal bei uns im Hause Mitarbeiterprojekt, Lehrlingsprojekt geworden. Nachdem der Lehrling dann aber leider relativ schnell wieder aufgehört hat. Seitdem liegt das Auto in ganz vielen Regalen verteilt, in alle Einzelteile. Der war ein sehr schöner Turbo, der war hellgrün, dunkelgrün. Wir haben den immer liebevoll unseren Frosch genannt, besonders meine Frau fand das lustig, weil ich den nämlich auch eine ganze Zeit lang gefahren bin. Genau so lange, bis JP den irgendwann mal benutzt hat. Der war ja, wisst ihr ja, früher bei uns hier im Hause tätig und ist damit gefahren. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Und kam dann zu Fuß wieder und sagte, ja, der fährt leider nicht mehr. Was war passiert? Es war zum Glück nur die Verteilerkappe gebrochen, in alle Einzelteile zerbröselt. Die war wahrscheinlich auch noch steinalt. Ja, und daraufhin haben wir dann zerlegt, weil wir ihn eben als Lehrlingsprojekt restaurieren wollten. Aber da ist dann auch nie wirklich was draus geworden. Wie gesagt, er liegt noch zerlegt rum. Die Karosserie ist frisch lackiert, aber weiter ist leider noch nicht gegangen. Das war das 924 Turbo-Projekt. Immer noch ein tolles Auto. Ich hoffe auch, dass wir, wenn wir mal wieder einen Lehrling haben, einen, dem wir das zutrauen, das Auto noch mal wieder als Ganzes zusammenkriegen. Freue mich schon drauf. So, was haben wir sonst gehabt? Wo wir am 24er sind, können wir vielleicht direkt zum 944 übergehen. Wir hatten mal einen guten Kunden, der fuhr Boxster. Dem haben wir auch einen sehr schönen orangefarbenen 986S gebaut mit toller Schürze und mit Seitenauspuff. Genau, wir haben damals mal von Mittel auf Seite umgebaut. Der wollte aber unbedingt gerne ein günstiges Track-Tool bauen. Und weil er eben großer Porsche-Fan war, hat er gesagt, Mensch, komm, wir nehmen 944. Was von der Basis her ja auch als Track-Tool eigentlich das perfekte Auto ist. Sehr, sehr robust. Großserientechnik wollte ich sagen. Perfekt im Handling durch die 50-50 Achslastverteilung. Naja, und als wir das Projekt gemacht haben, das war so irgendwann 2003, 2004, würde ich jetzt mal schätzen, so grob.
Da waren die Autos auch noch unglaublich günstig. Die wollten nämlich eigentlich keiner haben. So, was haben wir gemacht? Wir haben mit dem Kunden zusammen mehrere 944s angeschafft. Alles total verwohnte, uralte Geräte. Haben die alle zerlegt, bis auf der Karosserie, haben aus allen das Beste rausgebaut, breite Achsen, was da eben alles so drin ist, wo es da die ganzen Unterschiede gibt. Am besten Motor, dann glaube ich die Karosserie des Autos ohne Cut für etwas mehr Leistung und so weiter und so weiter. Und haben dann ein richtig schönes, tolles Auto draus gebaut mit eingeschweißter Zelle, mit Rennfahrwerk von Sachs. Haben wir durch Zufall über gute Kontakte noch ein altes 944 Turbo Cup Fahrwerk bekommen, was wir da reingebaut haben. Also auch ein ziemlich großer Umbau. Und vor allen Dingen eine riesen Zerlege- und Zusammenbauarbeit mit dem ganzen Transaxel-Zeug und allem. Tolles Auto, hat Riesenspaß gemacht, waren wir oft zusammen, hinterher gemeinsam auf der Nordschleife. Haben da viele, viele Runden mitgedreht und haben immer einen Monster-Spaß gehabt mit dem Ding, das vielleicht mit anderem Auspuff und was wir da noch so an Kleinigkeiten gemacht haben, vielleicht 180 PS hatte, haben wir viele, viele doch deutlich schnellere Autos ärgern können, weil einfach Kurvenverhalten, Fahrverhalten, Handling so viel besser war als die meisten anderen Fahrzeuge auf dem Ring. Das war richtig super. Ja, das war die erste Geschichte zum 44 und dann haben wir nochmal, auch für den Kunden angefangen, ein 944 S2, also so ein 3 Liter Vierventil-Fahrzeug, umzubauen auf Biturbo. Zu der Zeit gab es natürlich schon den normalen Turbo, der war ihm aber zu langweilig, weil der hat ja noch den 2,5er mit 2-Ventil-Technik und auch nur einen Lader. Und dann haben wir gesagt, Mensch, komm, wir machen mal was besonders Ausgefallenes. Und wir hatten zu der Zeit viele Mitarbeiter und irgendwie scheinbar auch Zeit. Und dann haben wir gesagt, komm, das probieren wir jetzt mal aus. Also, Motor raus aus dem Auto, weil er natürlich durch die extreme Schräglage des Motors im Auto gar kein Platz war, um da überhaupt rechts, links irgendwo was hinzubauen. Haben wir uns dazu entschieden, den Tunnel des Transaxels, nein, nicht das das Rohr des Transaxels durchzuschneiden und zu verdrehen und wieder zusammenzuschweißen, um den Motor von schräg auf gerade ins Auto zu bekommen. Haben wir dann noch alles gemacht, Motorhalter umgeschweißt, Ding saß hinterher drin wie eine 1, perfekt. Wir mussten dann vorne auf der Haube eine kleine Beule drauf machen und haben dann eine schöne Hutze uns für modellieren lassen, weil sonst hätte das vorne mit dem Ventildeckel, Verteilerkappe und so weiter gar nicht mehr drunter gepasst. Aber hatten dann ordentlich Platz, um die Turbolader einzubauen. Haben dann Krümmer geschweißt. Zwei Turbolader vom 996 Turbo S, 450 PS reingebaut. Auspuffanlage groß gebaut und so weiter, was alles dazugehört. Und haben das Ganze dann vernünftig durchprogrammiert und das Auto fuhr richtig klasse. Also Leistung war knappe 400 PS, über 500 Newtonmeter. Haben wir lange Probleme, überhaupt eine passende Kupplung für zu bekommen. Haben wir einige Male ein- und ausbauen müssen. Letztendlich zum Glück geschafft. Dann hatte der Kunde aber irgendwann keinen Spaß mehr dran und hat es dann an einen Mitarbeiter verkauft. Der hat es dann eine Zeit lang noch ein bisschen weiter optimiert und dann, glaube ich, auch weiterverkauft. Wo er letztendlich geblieben ist, weiß ich nicht. War ein tolles Auto. 18 Zoll GT3-Räder drauf, Gewindefahrwerk drin, super tief, weiß mit super Innenausstattung und eben dem klasse Motor. War ein tolles Projekt. Hat richtig viel Spaß gemacht. So, das waren die 944er. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir hier noch alles draufstehen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal nahtlos über zu was ganz anderem. Wir haben nämlich auch schon mal Cayennes gebaut. Als der Cayenne 2003, schieß mich tot, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau, glaube ich, auf den Markt kam oder 5, ich weiß es nicht, haben wir gedacht, Mensch, ist zwar eigentlich nicht gerade so unsere Richtung, 11er Sportwagen, aber viele andere Hersteller haben großen Erfolg mit Offroadern, SUVs, Geländewagen, probieren wir einfach auch. Und vor allen Dingen, weil er ja auch gleich als Biturbo kam, als 4,5 Liter, haben wir gesagt, das ist eigentlich perfekt, mit Turbos kennen wir uns gut aus, da probieren wir jetzt mal was dran aus. Ja, haben wir zusammen mit einem Lieferanten, gar nicht wahr, mit einem Händler, ein Auto angeschafft, haben das dann in seinem Auftrag umgebaut, mussten aber leider feststellen, dass die originalen Turbolader, die da drin sind, oder drin waren, wie auch immer, leider nicht besonders viel hergegeben haben. Und 2003, sage ich jetzt einfach mal, oder 4, war es eben leider auch so, da gab es noch nicht viele Firmen, die konnten Upgrade-Turbolader bauen. Das heißt, wir standen vor der Wahl, ganz andere Lader einzubauen, irgendwie ein K24 oder sowas, oder eben
bei knappen 500 PS aufzuhören, weil da war einfach Feierabend. Da konnte man programmieren, was man wollte, da ging einfach nichts mehr. Die waren so mikro, die Dinger, dass wir uns dann letztendlich dazu entschieden haben, wir machen da mal ein paar K24s rein. Was aber mit einem absolut unglaublichen Umbaumaßnahmen einherging, weil zum einen musste für jeden Umbau immer Motor samt Vorderachse nach unten rausgelassen werden. Das heißt, alles auseinanderbauen, Auto steht dann ewig auf der Bühne über dem Motor, der steht da drunter auf einem großen Tisch. Und dann kann man da die Krümmer abbauen, Krümmer neu bauen, weil die passen natürlich an die Originalen, passen die K24-Lader nicht mehr dran. Jedes Mal Prototyp bauen, wieder reinbauen, das Ganze ins Auto wieder ausbauen, wo stößt es an, modifizieren und so weiter. Unglaublich. Das ging dann über die Ladedruckverrohrung und die Öltanks für die Ölabsaugung der Turbolader weiter. Es war ein unendliches Bauunterfangen. Naja, letztendlich haben wir es irgendwann ans Laufen gekriegt, hatten dann so um die 650 PS mit den Ladern, was schon mal gar nicht so schlecht war. Aber man hat gesehen, dass der Motor an sich dann langsam an die Leistungsgrenze kam. Und haben uns dazu entschlossen, dann im nächsten Schritt hatten wir zum Glück einige Bestellungen, ich glaube insgesamt 3 oder 4 waren es, die haben wir für Russland gebaut, alles Autos Motor aufzumachen, so wie wir das jetzt ja fast mit allen Motoren machen. Also, andere Kolben rein, andere Pleuel rein, in dem Zuge gleich Block etwas aufbohren, damit man es auch mit Gebrauchtmotoren machen konnte, um etwas mehr Hubraum auch noch zu haben. Pleuel etwas kürzer, um die Verdichtung zu reduzieren. Andere Nockenwellen, weil die sind bei dem Auto auch ganz speziell. Durch die typische V8-Kurbelwelle hat Porsche sich überlegt, weil es zündet ja nicht immer rechts, links von der Bank, sondern rechts, links und so weiter. Asymmetrisch das Ganze, haben die asymmetrische Nockenwellen gemacht. Da haben einige Einlass weiß ich gar nicht mehr genau, muss ich nachgucken, hatten dann 10 mm Hub und die anderen hatten nur 8 mm Hub. Da haben wir gesagt, was ist das denn für ein Scheiß, jetzt bauen wir mal welche alle mit 11 mm, Auto fuhr gar nicht mehr. Wir wieder andere Nockenwellen gebaut, dann mit 11 mm und 9 mm und dann fuhr es wieder. Haben viel daran rumentwickelt, haben dann hinterher nochmal eine Nummer größerer Lader genommen, nämlich nicht mehr die K24, sondern K26 mit sowas Hybridartiges gebaut, K29 Innereien und K24 Abgasgehäuse, sonst hätte es alles nicht mehr an unsere Krümmer gepasst. Naja, und waren dann hinterher bei Leistungen so um die 720 PS, 725. Hat noch eine ganz große Auspuffanlage dafür natürlich, mit Klappe, gab es damals noch gar nicht im Cayenne. Klang hammermäßig, fuhren richtig schön, aber nächstes Problem waren dann die Getriebe. Zu der Zeit waren da drin Automatikgetriebe von Aisin. Aisin sagt schon alles. Aisin ist, Porsche kauft das billigste Getriebe, was es gibt, baut das in Cayenne, um möglichst viel Marge zu haben. Sorry, ist leider so. Getriebe waren totaler Kernschrott. Und es gab nicht ein einziges Ersatzteil. Also was mussten wir machen? In der Theorie ist das genau das Gleiche, wie wir es immer noch machen mit den Tiptronic-Getrieben. Jeder Gang oder nahezu jeder Gang hat sein Lamellenpaket. Und was macht man? Je mehr Lamellen pro Gang, desto mehr Drehmoment, Getriebe rutscht nicht mehr, Auto fährt wieder. Was mussten wir machen? Zweites Getriebe kaufen, weil es gab ja keine Lamellen. Gab auch zu der Zeit keinen in Deutschland, der Lamellen herstellen konnte. Soweit war das alles noch nicht. Inzwischen gibt es Hersteller, damals gab es das nicht. Zweites Getriebe kaufen, Getriebe schlachten, das meiste wegschmeißen, Lamellen rausnehmen, das ursprüngliche Autogetriebe umbauen, mit mehr Lamellen wieder zusammen und dann gab es Autos, die fuhren mit 725 PS, mit gemachtem Getriebe und allem und waren dann endlich so, wie wir sie auch haben wollten. Ja, aber als dann die anderen Autos kamen, die etwas neueren, nicht mehr die 955, sondern die 57 und 58, haben wir uns irgendwann wieder davon verabschiedet, weil zum einen Nachfrage viel zu gering für den Monster-Entwicklungsaufwand, den wir da betrieben haben und die Zeit ging einfach voran. Wir haben schon in anderen Videos erklärt, TÜV-Gutachten wurden immer teurer. Und da haben wir irgendwann gesagt, bei der geringen Nachfrage, den Entwicklungskosten und den TÜV-Kosten, die wir auch noch dabei haben, lohnt sich einfach für uns nicht. Gibt es andere Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, die vermarkten das mehr als ein Elfer. Sollen die das machen, teilen wir uns den Markt lieber ein bisschen auf. Und deshalb machen wir nur noch ganz kleine Sachen an Cayennes. Wir machen da mal eine Elektronikprogrammierung, Motorgetriebe. Wir machen mal eine Auspuffanlage. Aber keine großen Entwicklungen, kein gar nichts und, muss auf fairerweise sagen, wir haben für nichts TÜV. Also offiziell Export.
Das waren die Cayenne-Geschichten. Das nächste Auto in der Reihenfolge wäre der Cayman. Cayman. Nächster Versuch im quasi Boxster-Bereich. Der kam ja 2005 oder 2006, glaube ich, auf den Markt. Und haben wir gedacht, das Auto sieht so schick aus, da müssen wir unbedingt was für machen. Also haben wir uns ein Auto für die Firma bestellt, in ganz stylischem, damals weiß, war damals noch Vertreterfarbe, inzwischen ja Trendfarbe seit einigen Jahren, mit braunem Leder. Cocoa, glaube ich, war der Name. Sah richtig klasse aus, das Auto. Der erste Versuch war, was heißt der erste Versuch? Das erste, was wir uns vorgenommen hatten, war einfach einen großen Motor dafür zu bauen. Also ganz normal Natural Aspirated Saugmotor, 4-1er. Haben uns dann eine Kurbelwelle besorgt mit langem Hub, ganz große Kolben machen lassen, spezielle Stahlzylinder angefertigt. Haben einen ganzen 3-8er gekauft, um dann da auch die großen Köpfe zu haben vom Carrera. Ja, und haben dann einen schönen 4,1 Liter Motor gebaut für den Cayman. Auto ging richtig gut, hatte über 440 PS. Monster-Auspuffanlage, leider im ersten Versuch viel zu laut, aber von der Leistung her sensationell. Mit riesen Umbauten, X51 heißt ja, glaube ich, das Leistungssteigerungskit, eine große Alu-Ansaugbrücke drauf und so weiter und so weiter. Ganz anderer Luftfilter und so weiter. Auto war der Hammer. Wir haben den dann gebaut mit Sperrdifferenzial. Das war zu der Zeit auch noch ganz neu, was wir uns damals extra machen lassen bei Drexler, wo wir im Allgemeinen die ganzen Sperrdifferenziale machen lassen. Die sind einfach die fahrtechnisch am besten und haltbarsten und stabilsten mit den großen geschmiedeten Gehäusen. Mit Bildstein zusammen ein Gewindefahrwerk entwickelt. Auch das gab es zu der Zeit nämlich noch nicht. Mit Vorderachsteilen vom GT3 RS. Oh, wie war das denn noch, wenn ich das noch so genau wüsste? Ich glaube GT3, RS, irgendwas und Hinterachse weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, das Auto war so klasse. Ah, und mit unseren Scheibenfelgen. Haben wir die hier eigentlich auch irgendwo drauf? Sieht man, glaube ich, jetzt nicht. Da hinten der schwarze GT9, die Vorderachse. Die Räder hatten wir da drauf. In dreiteilig, in 18 Zoll. Mit Michelin-Cup-Reifen. So, und das Auto war gerade fertig. Wir hatten die Abstimmung durch. Auto lief, wie gesagt, sensationell. Kam eine Anfrage von einer Autobild, ob wir nicht ein Auto für einen Vergleichstest hätten. Und ich sagte, ja, wir haben gerade einen Cayman fertig gebaut. Ja, der 997 GT3 sei ja jetzt auf dem Markt. Sie würden den gerne dagegen mal testen. Und ich habe gesagt, oh, das wird aber ja wahrscheinlich wohl nichts. 997 GT3, 415 PS zu der Zeit, Metzger-Motor, alles perfekt, Fahrwerk und alles und so weiter. Naja, jedenfalls lief der Test dann im Großen und Ganzen doch ganz gut, weil wir nämlich auf der Rennstrecke, ich weiß gar nicht mehr, ob was es war, wahrscheinlich Oschersleben zu der Zeit bei der Autobild Sportscars, vielleicht hieß es sogar auch noch Test und Tuning, ich weiß gar nicht mehr, direkt auf der Rennstrecke über eine Sekunde schneller waren in der Rundenzeit als der GT3 auch auf Cup-Reifen. Ja, und da war die Autobild doch relativ überrascht, dass wir so als Erstlingswerk so ein Cayman so schnell hingekriegt haben. Ja. Haben wir trotzdem keine mehr von gebaut. Und da sind wir wieder bei dem Thema, hatte ich vorhin schon gesagt, Nachfrage. Wenn keine Nachfrage da ist oder eine im Jahr oder zwei in drei Jahren oder was weiß ich was, lohnt sich es einfach nicht für uns, so ein Projekt weiter zu verfolgen. Egal wie ambitioniert das ist und wie viel wir da schon rein investiert haben, wenn einfach dann hinterher nichts mehr kommt, lohnt sich es einfach nicht. Und deshalb haben wir den Cayman zumindest als Saugmotor leider dann auch nicht mehr weiter gebaut. Schade. Ich glaube, wir haben noch zwei Autos mit einem normalen 3-8er gebaut und das war's. Einer fährt in Holland, einer weiß ich gar nicht mehr genau, ein schwarzer war das noch. Beides gute Autos, aber nie wieder aufgetaucht, nie wieder gesehen. Was dann besser ging, weil wir hatten ja unser weißes Auto noch, die Biturbo-Umbauten. Wir hatten dann, ich weiß gar nicht mehr, wo sie herkam, ich meine aus Israel, eine Anfrage, ob wir nicht einen Cayman bauen könnten mit einem richtigen Biturbo-Motor und mindestens 800 PS. Da muss ich überlegen, warum eigentlich nicht? Wir hatten sicherlich noch irgendeinen Motor, 996, 997 Turbo rumliegen. Wir hatten mit Sicherheit noch irgendein Getriebe. Ich glaube, es war damals ein 996 GT2 Getriebe. Ja, dann haben wir so ein bisschen rumprobiert und irgendwann haben wir eine gute Möglichkeit gefunden, wie wir das Ganze mit fast originalen Motorhaltern dann in den Cayman reinbauen konnten. Mussten die Hinterachse relativ stark modifizieren und auch den ganzen Kofferraumbereich, weil der Motor einfach höher baut und wir auch Platz brauchen für die wassergekühlten Ladeluftkühler. Und hatten dann im ersten Versuch einen Cayman gebaut mit Trennwand im Innenraum. War sehr schön, weil man konnte dann nämlich durch die Heckscheibe direkt auf den offen liegenden Motor gucken.
Man hatte dann zwar leider gar keinen Kofferraum mehr, weil da, wo ursprünglich mal Kofferraum war und Bodenblech vom Kofferraum, saßen dann oftmals stehend Ladeluftkühler und das war alles groß ausgeschnitten. War also im Prinzip aufgebaut wie so ein Ferrari. Man konnte drin sitzen und dahinter war einfach nur noch alles Motor und Getriebe. War aber toll vom Fahren, war irre schnell das Ding. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den gebaut haben. Ich glaube, da hätten wir als ersten Schritt sogar auch schon gleich Garrett-Turbolader drin, weil das war einfach einfacher da einzubauen, von wegen Ladedruckregelung und Einbaugröße. Naja, haben dann damit einige Fahrversuche gemacht. Der erste in Nado ist leider nicht so gut gelaufen. Da ist uns nämlich auf dem Weg dahin ein Map-Sensor durch Regen abgesoffen. Wir hatten die Heckscheibe mit großen Lüftungsschlitzen versehen. In der Heckklappe, damit der Motor auch warme Luft nach oben abführen kann. Leider war auf der Hinfahrt Dauerregen und weil die Autos ja immer verkehrt rum auf dem Anhänger stehen, wegen der Gewichtsverteilung, ist dann das ganze Wasser durch die Heckscheibe direkt auf den Map-Sensor getropft. Ja, und wir hatten leider in dem Auto einen nicht originalen Map-Sensor drin und waren dann so pfiffig, weil irgendjemand sagte, oh, da kann man jetzt, sieht ja jeder, was ihr für einen Map-Sensor nehmt. Zieh doch mal den Aufkleber davon ab. Haben wir den Aufkleber abgemacht, was wir leider nicht bedacht haben, dass unter dem Aufkleber ein kleines Löchlein ist. Ich weiß nicht, ob das zur Atmung, Belüftung, sonst was irgendwas ist. Und wenn das nicht verschlossen ist, regnet es da oben rein. Was haben wir gehabt? Ein Kurzschluss im Map-Sensor, kein Map-Sensor mehr. Und fahren ohne Map-Sensor war nicht wirklich möglich, weil ohne HFM und alles muss der Motor ja irgendwie auch noch wissen, wie viel Luft, wie viel Kraftstoff, wie ist das Gemisch. Und genauso fuhr er auch, der fuhr nämlich fast gar nicht mehr, stotterte nur. Das war unsere Tour nach Nado. Im zweiten Anlauf lief es dann besser, da hat das Auto gehalten, alles war abgedichtet, wir haben die kleinen Fehler nicht nochmal gemacht und sind dann damit auch relativ schnell gefahren. 380, 360, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls endschnell für einen Cayman. Ja, davon haben wir dann noch einige gebaut. In der letzten Stufe sogar so, dass wir den Motor unter die Abdeckung bekommen haben. Das Auto fährt in China, meine ich. Ein Schwarzer, der fährt in China. Also noch mit Kofferraum, rein optisch gar nicht zu unterscheiden. Von außen keine zusätzlichen Öffnungen, kein gar nichts. Mittlerer Kühler vorne für die Wasserkühlung, der Ladeluftkühler. Und eben voll zu verwendender Innenraum, Kofferraum und alles. Tolles Auto geworden, der hatte auch noch ein bisschen mehr Qualm, der hatte fast 1000 PS. Der war aber auch als Cayman durch die Gewichtsverteilung, durch den Mittelmotor, also viel weniger Last auf der Hinterachse als beim Elfer zum Beispiel, und die kleineren Radhäuser, da gehen drauf 275er, 285er mit ganz viel Glück, traktionstechnisch echt an der Grenze. Der war eigentlich im Prinzip gar nicht mehr wirklich fahrbar. Also ich sag mal, unter viertem oder fünftem Gang war da traktionsmäßig gar nichts drin. Also volle Leistung, zweiter, dritter Gang unmöglich, sofort querstehen, Abflug. Vierter Gang erinnere ich mich nicht mehr genau. Bei der letztendlichen Abstimmung war ich nicht da. Da war ich in Singapur bei einem Händler. Die haben die Jungs in der Werkstatt gemacht. Die haben mich nur ständig immer mit bebender Stimme angerufen und haben gesagt, das Ding ist so unfahrbar, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Jedenfalls, das Ding wurde ausgeliefert. Er fährt immer noch, alle sind glücklich. Ja, das waren unsere Cayman-Eskapaden. Wir schaffen das sicherlich, da zwei Turbolader dran zu hängen. Ja. Das war, ich will nicht sagen, als Scherz gedacht, aber eigentlich haben wir nie damit gerechnet, dass ein Auto kam. Zerlegt, Carbonrahmen komplett getrennt, alles vom vorderen oder Insassen-Monocoque abgeschraubt. Eine Arretierung ins Getriebe reingefallen. Da hatten wir noch Sorge, dass wir noch das ganze querliegende Getriebe zerlegen müssen. Das schaffen wir überhaupt gar nicht mehr. Was machen wir jetzt überhaupt mit dem Motor? Durch einen simplen Trick das Auto doch so schnell gekriegt haben, dass wir wieder schnellster Panamera weltweit zu der Zeit waren. Also den würde ich gerne nochmal machen, obwohl es auch natürlich fast ein Elfer ist.